Gesundheitszentrum Unterhaching, das hat zum einen der Präsident ins Leben gerufen, Manfred Schwabel, dass die Spieler gut versorgt sind medizinisch, akut eine Erstversorgung haben, präventiv, ganz wichtig, und in der Nachversorgung auch individuell auf die Spieler eingegangen werden kann. Manfred Schwabel war das sehr wichtig, auch medizinisch zu arbeiten, damit die Jungs und die Kinder gesund bleiben, gut versorgt sind und gut trainieren und weniger Verletzungen haben. Immer mehr arbeiten mit Körper, Geist und Seele. Die Spieler werden immer mehr auch seelisch und psychologisch belastet, nicht nur körperlich. Man muss schauen, dass durch die veränderte Zeit, moderne Zeit, auch wo Kinder sehr viel sitzen, auch wieder aktiv alle Glieder bewegen und dass man nicht nur auf die Beine schaut, dass man ganzheitlich schaut, psychologisch schaut, seelisch schaut und körperlich. Und vor allen Dingen diese Dinge auch angeht und trainiert. Also ich bin seit Januar hier in der Behandlung im Gesundheitszentrum. Finde es eine sehr gute Einrichtung. Bin hier, weil ich Probleme an der Leiste habe, aber das schon seit mehreren Jahren. War auch bei verschiedenen Ärzten, bei vielen Ärzten, keiner konnte mir wirklich helfen. Und wie gesagt, jetzt bin ich seit knapp einem halben Jahr hier und merke einfach nach und nach, dass es eigentlich immer besser wird mit der Leiste. Also ich habe ein Beinleistenproblem, wurde auch schon operiert an der einen Stelle. Jetzt macht die andere Leiste ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, seit Januar bin ich eben hier, seitdem wir im Trainingslager auch waren und regelmäßig in Behandlung. Und ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass es immer besser wird. Also ganz klar wünsche ich mir mit diesem Gesundheitszentrum, mit meiner Arbeit, dass die Leute erkennen, wie wichtig es ist, beide Seiten, Alternativmedizin und Schulmedizin, miteinander zu verbinden. Und dass man dann durch, dass die Arbeit so greift hier, dass der Verein erfolgreich weiter nach vorne kommt, auch medizinisch. Musik